Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu meiner Morgenroutine in der Schwangerschaft, meine gesunde Morgenroutine. Wenn ich morgens aufwache, sind die beiden, also Luis und Alex, schon im Wohnzimmer und trinken einen Kakao und einen Kaffee meistens. Und ich habe ganz in Ruhe Zeit, wach zu werden. Es war schon bei mir früher so, dass ich den Wecker bestimmt 10-mal auf Schlummern gedrückt habe. Wenn das bei euch auch so war und ihr euch wiedererkennt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Also ich habe den Wecker bestimmt 10-mal ausgemacht morgens. Ich habe morgens auf jeden Fall immer das gleiche Ritual, also jeder Morgen ist bei mir irgendwie gleich. Ich brauche das auch wirklich, um wach zu werden. Als allererstes mache ich das Bett. Die Tagesdecke ist übrigens von IKEA, das gleiche gilt für die weißen Kissen. Die Kissen mit den Federn am Rand habe ich bei Zara Home entdeckt und die Kissen mit der Samtoptik, die sind von der Saskia Collection von Pure Velvet. Direkt danach gehe ich in den Wäscheraum. Ich habe mir das so angeeignet, dass ich einen Waschgang quasi auf jeden Fall einmal am Tag laufen lasse. Ich habe 2-mal in der Woche Wäschetag und da an diesen beiden Tagen versuche ich dann die komplette Wäsche dann abzuarbeiten. Also zusammenzulegen und zu bügeln und einzuräumen. Jetzt ist Luis Zimmer dran, also Luis Bett, und manchmal räume ich es auch ein bisschen auf, wenn es wirklich zu chaotisch ist. Und dann ist auch schon Zeit, die Sachen rauszulegen. Luis zieht sich alleine an, aber ich habe das Glück, dass ich ihm das selber noch aussuchen kann. Und bisher ist er mit meiner Auswahl eigentlich immer sehr zufrieden gewesen und meckert dabei auch nicht. Das Einzige, wobei er meckert, sind die Schuhe, aber die kann er sich wirklich komplett selber aussuchen. Also Luis hat wirklich einen kleinen Schuhtick. Luis wird morgens immer vom Alex in den Kindergarten gebracht. Ich schmier ihm dann noch schnell ein Brot. Und manchmal helfe ich ihm dann auch noch ein bisschen beim Anziehen, also wenn es zeitlich sehr eng wird und wir nicht mehr so viel Zeit zum Trödeln haben. Und wenn die beiden dann unterwegs sind, der Luis im Kindergarten, der Alex kommt nachher nochmal zurück nach Hause, dann trainieren wir noch zusammen. Auf jeden Fall ist dann endlich Zeit auch für meine Hautpflege. Und hier möchte ich euch meine neue Hautpflegeserie vorstellen von Rituals, die Namaste Glow Collection, die speziell für die Altersgruppe zwischen 30 und 45 entwickelt wurde. Sie besteht aus einer Anti-Aging-Formel für die Haut, die speziell als Mittel gegen die ersten Anzeichen des Alterns entwickelt wurde. Und den natürlichen Glow der Gesichtshaut wiederbelebt. Also ihr wisst ja, Glow ist für mich wirklich super wichtig. Ich starte zuerst mit dem Cleansing Balm. Der ist zunächst erst gelartig und entwickelt sich dann durch die Wärme und das Wasser zu einer ölartigen Konsistenz. Dann nehme ich das Feuchtigkeitsserum, das reduziert die ersten Linien in der Haut und versorgt die Haut mit sehr viel Feuchtigkeit. Jetzt kommt meine Tagespflege. Die verteile ich auch sorgfältig an Hals und Dekolleté. Erstens ist der Duft unglaublich angenehm und über das Packaging, glaube ich, brauchen wir auch gar nicht zu sprechen. Ab und zu verteile ich von dem Öl auch etwas an Hals und Dekolleté, aber es wird empfohlen, das auch in einen Schuss ab und zu mal in die Nachtpflege zu droppen, um die Haut am Abend nochmal zusätzlich zu verwöhnen oder wenn man merkt, dass die Haut ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Und das Beste daran, sie ist komplett natürlich.
Zu guter Letzt kommt dann auch noch die Augencreme und anschließend dann ein Make-up, was wirklich super leicht ist. Und ich trage auch nicht sehr viel Make-up auf, weil ich jetzt eigentlich zum Training gehe, meistens morgens dann zusammen mit Alex. Aber auch nach dem Training trage ich so im Alltag nicht mehr Make-up auf, nur noch ein bisschen Mascara und das reicht eigentlich. Das ist mein aktuelles Lieblingssportoutfit. Das Oberteil könnte ich aber auch anziehen, finde ich, wenn es wieder ein bisschen wärmer draußen wird. Das ist von Free People und die Leggings ist eine ganz normale Umstandsleggings von H&M. Die kann ich euch sehr empfehlen. Die trage ich auch super oft im Alltag. Bevor ich mit dem kleinen Workout beginne, muss ich mich natürlich ein bisschen stretchen. Alex macht heute auch nur ein bisschen Stretching, um sich beweglicher zu halten im Alter. Wenn es euch interessiert, was ich so für Übungen sonst noch so mache, für Arme und was ich sonst noch für Beine mache, dann könnt ihr gerne mal auf Instagram gucken. Da habe ich nämlich vor kurzem auch mein Workout hochgeladen und es ist in den Highlights gespeichert. Danach springe ich ganz kurz in die Dusche, weil dann bin ich auch schon kurz vorm Verhungern, weil morgens habe ich immer extrem Hunger. Dann mache ich mir mein Lieblingsfrühstück im Moment. Ich schreibe euch das Rezept gerne in die Infobox. Und dann wird es auch wirklich Zeit für die Arbeit. Ich beantworte E-Mails, plane Videos und Fotos und so weiter, bis ich dann mittags wieder den Louis abhole. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch meine Morgenroutine in der Schwangerschaft gefallen hat. So wirklich abweichen tut sie von der normalen Routine ohne Bauch eigentlich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und das findet dann in Amerika statt. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dann, ciao!